Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest und eröffne die 95. Plenarsitzung. Zur Tagesordnung erledigt sind die Punkte 1, 2, 5 bis 7, 15, 49 und 51. Gestern Abend tagte der Rechtspolitische Ausschuss und hat zu dem Gesetzentwurf Drucksache 19/4405 eine Beschlussempfehlung abgegeben mit der Drucksache 19/4444. Die zweite Lesung steht somit auf dem Nachtrag unter Tagesordnungspunkt 50 und wird am Donnerstag aufgerufen. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Stärkungspaket für die hessische Polizei, Drucksache 19/4443. Wird die Dringlichkeit bejaht? Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird diese Drucksache Tagesordnungspunkt 52 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Tagesordnungspunkt 24 zu diesem Thema aufgerufen werden. Wir tagen heute vereinbarungsgemäß bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden. Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 24 und damit wird der soeben aufgenommene Tagesordnungspunkt 52 aufgerufen. Danach folgt Tagesordnungspunkt 23. Und nach der Mittagspause beginnen wir mit Tagesordnungspunkt 3. Entschuldigt fehlt heute Staatsminister Lorz.